Also, ja, es wird ein bisschen unter 2 Stunden sein, aber. Okay, ja, ich weiß, dass jetzt noch ein paar Minigames kommen. Ich muss mal gucken, wie wir das machen mit den Minigames. Und Post. Die 50 Waddle Dees, die du gerettet hast, haben den Waddle Dee Lieferservice wieder ins Leben gerufen. Erhalte besondere Items über Geschenkcodes. Okay. Oh mein Gott. Es ist ein normales Haus, das von Son Goku. Die 50 Waddle Dees, die du gerettet hast, haben Kirbys Haus gebaut. Ah, ist das das gleiche Haus aus dem Anime? Kann das sein? Es sieht ähnlich aus, ja. Aber gut, das Kirby hatte schon immer dieses Haus, schon lange. Das muss nicht unbedingt der Anime sein. Die 60 Waddle Dees haben das Waddle Dee Café wieder aufgebaut. Welche Leckereien dort wohl serviert werden? Achso, das Kirby Café. Von den Bildern, von denen ich da mal sehe, das Kirby Café ist super. Das ist wirklich cool. Du kannst nun Waddle Dee Café Aushilfe gesucht spielen. Sei flink und füttere die hungrige Meute. Ich glaube, das machen wir jetzt aber noch nicht jetzt. Und es gibt weitere Fähigkeiten dort. Bomben können weiterentwickelt werden und die Igel kann weiterentwickelt werden. Gut, ich glaube, wir gehen mal zum. Wir machen erstmal die Fähigkeiten. Ja, yep, Hammer kann man jetzt benutzen und Tornado und Bohrer. Hier, mehr Blaupausen. Oh, du hast aber viele neue Blaupausen für mich. Also gut, ich hole mir noch eben schnell mein Werkzeug. Thank you. Dann Bombenkette und der Krimskrams-Igel. Ich glaube, der Krimskrams-Igel ist angelehnt an Kirby 64. Entwickel los. Os. Ich heiße nicht Os, aber okay. Ja, überspringe ich jetzt mal. Es ist nicht so wichtig. Die Bombenkette. Der scheint gleich, als würde er explodieren, aber okay. Und der Krimskrams-Igel. Können wir überspringen? Okay, ah, oh, es ist, glaube ich, ein bisschen angelehnt an Kirby 64. Ich glaube, da war Stachel und Stachel gleich. Ich glaube, Stachel und Stachel war dann dieser Krimskrams. Gut. Hi. Hey Kirby, hast du mal Zeit? Jetzt, da du das Waddle Dee Café sucht ein paar fleißige Hilfskräfte. Du kannst dich nicht zufällig für einen kleinen Nebenjob in der Gastronomie begeistern? Es gibt zwar Solo-Jobs und es gibt leichter, rasanter und wilder Job, aber. Ja, wir machen das mal anders, würde ich sagen. Hi. Willkommen im Waddle Dee Café, dem wohl gemütlichsten Bistro der Stadt. Und das Einzige, aber egal, hier kannst du dein Häppchen gönnen und deine KP wiederherstellen bei uns, findest du die leckersten Sachen. Du hättest gerne was zum Knabbern für unterwegs, selbstverständlich kannst du dir auch etwas zum Mitnehmen bestellen. Dein Snack steht dir im Abschnitten als sogenanntes Vorratsitem zur Verfügung, das den brenzligen Situationen helfen kann. Denk aber daran, dass du immer nur ein einziges Vorratsitem ausrüsten kannst. Also Kirby, was darf's sein? Ui, cool. Nimm ich mir noch eine Maxi-Tomate mit. Bitte zum Mitnehmen. Bitte zum Mitnehmen. Das ist aber süß, das ist wirklich süß. Also, gerade vor allem das Maulwurf oder der Burger, das ist schon sehr niedlich. X gedrückt halten. Okay, cool. Also hat diese Fähigkeit aus Triple Deluxe und Planet Robobot übernommen. Hallo und willkommen bei einem neuen Let's Play. Ich meine, bei Waddle Dee Lieferservice. Wir liefern Geschenke direkt bis an die Haustür. Solltest du Geschenkcodes finden, kannst du sie hier eingeben. Wir bringen die entsprechenden Geschenke zurück zu dir nach Hause. Apropos Geschenkcodes, ein paar von ihnen sind hier bei uns in der Stadt versteckt. Also halt ruhig mal die Augen offen. Ach ja, manchmal werden sogar online bekannt gegeben. Wir müssen nur eine Online-Verbindung herstellen, um sie einzulösen. Cool. Willst du es gleich mal ausprobieren? Aber sicher willst du, dass ich meinen Geschenkcode an der Hauswand gegenüber hinterlassen. Nimm die Wand am besten gleich mal unter die Lupe. So, wenn also die alle Geschenkcodes zu finden, finde ich ein bisschen krass. Aber die Geschenkcodes kannst du auch offline eingeben, dann hier, die du findest. Nee, ich habe gerade keine, aber cool zu wissen. Und die sind dann für unser Haus, oder wie? Was steht denn da geschrieben? Mal sehen, First Password. Ist das ein versteckter Geschenkcode? Ey, ich habe da was gefunden. Okay, machen wir mal First Password. Alles klar, bitte eingeben. Okidoki. Machen wir mal hier. First Password. Prima! Dein Geschenk ist unterwegs und schon bald vor deinem Haus. Ich bin vorbei deinem Haus. Entschuldigung, meine Stimme hat sich plötzlich verändert. Cool. Dann rennen wir mal zum Haus und gucken nach, was da ist. Und es ist. First Password! 100 Sternmünzen. Okay,
Okay, also es sind so kleine süße Gimmicks. Man kann auch Balkonen um alles finden. Unser Haus. Weiß nicht. Kann man das einrichten oder ein Buch lesen? Ba, 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 ba. Ah, Werbung. Also man kann jetzt raufklicken. Kirby Star Allies, mach Feinde zu Freunden mit Freundesherzen für eine Power von Freunden, um mächtige Freundpower zu kreieren. Rette die Welt für bis zu 4 Spieler. Machen wir ganz schnell. Kirby Fighter 2, wähle in diesem Kampfspiel eine Spezialpower und tritt in Kämpfen mit bis zu 30 anderen Spielern an. Dann kannst du gleich auf enge Freunde oder unbekannte Gegner weltweit. Story-Modus schließt du irgendwelche Gegner, Team gegenüber, König der Idee und Meta-Knight. Muss ich übrigens noch spielen. Also, Kirby Fighter 2 muss ich mal kaufen, das ist nur sehr teuer. 20 Euro ist sehr viel. Super Kirby Clash, kostenlos installierbares Spiel, in dem 4 Kirbys mit unterschiedlichen Spezialpower gemeinsam Mission meistern müssen. Ist sehr grindy, muss ich halt sagen. Nicht so, ich find's okay. Kirby und das extra magische Garn. In diesem Actionspiel gibt es einen Kirby aus Garn. Er nutzt neue Power, die nur mit Garn möglich sind. Neben verschiedenen Verwandlungen verfügt Kirby auch über Garn-Power. Besitzt sich für die Wii. Steht jetzt da unten 3DS, aber ich glaube, es ist nur für den New 3DS. Oder? Ich glaube, ja. Kirby Battle Royale gibt's bei mir als Display. Kann man nachgucken. In diesem Actionspiel tritt Kirby in unterschiedlichen Kämpfen gegen Horden von Gegnern an. Bis zu 4 Spieler können sich... Ja, also Hell macht gerne mal Werbung. Kirby's Blower Blast ist so der Prototyp. Kirby Planet Robobot als 3D-Actionspiel. Das ist ein bisschen falsch gesagt, weil es ist nicht Kirby Planet Robobot, aber okay. Rase durch den dreidimensionalen Raum, sauge Objekte und Gegner ein und spucke sie wieder aus. Das ist so der Prototyp von diesem Spiel jetzt hier eigentlich. Team Kirby Clash Deluxe. Ein kostenlos installierbarer Ableger von Kirby Planet Robobot mit brandneuen Funktionen, einer neuen Mission und über 80 verschiedenen Ausrüstungen, jede Menge Spaß für. Ja, also Planet Robobot hatte so einen Mode, da hast du so einen Prototyp Team Kirby gehabt. Team Kirby Clash oder so. Und dann hat man dann daraus ein eigenes Spiel gemacht. Kostenlos. Ja, Planet Robobot. Um die Welt vor einer bösen Firma zu retten, hüpft Kirby in den Robobot-Panzer, der über 10 verschiedene Möglichkeiten der Verwandlung verfügt. Planet Robobot ist ein verdammt gutes Kirby-Spiel. Ich glaube, es ist eines der besten. Also schon ziemlich Top 3. Es ist ein echt gutes. Also hätte ich nicht gedacht damals, aber das hat mich echt überzeugt. Der Fanservice war super und so alles. Kirby und der Regenbogenpinsel. Bringen Kirby ans Ziel, indem du mit dem Touchpen Regenbogenseile malst. Kirby kann sich in 3 verschiedene Vehikel verwandeln und sich mit Waddle Dee verbünden. Damit ist einem Team von bis zu 4 Spieler Action garantiert. Ja, ist okay. Kirby Fighters Deluxe. Ein Ableger von Kirby Triple Deluxe mit brandneuen Funktionen. Wähle 10 verschiedene Spezialpower aus und stürze dich. Ist halt Smash Bros. Mit Kirby. Das ist halt Teil 2 davon. DDD's Drum Dash Deluxe, ein Ableger von Kirby, bla bla bla, lass DDD im Rhythmus auf die verschiedenen Arten springen. Habe ich selber nicht gespielt, ist cool eigentlich, glaube ich. Triple Deluxe. Die Action findet hier nicht nur rechts und links von dir statt, sondern auch im vorderen Hintergrund der Level. Zusätzlich zu 25 Spezialpower präsentiert das Spiel die Spezialpower Mega Nova. Weiß nicht, Teddy hat das Let's Play noch, ja? Ja, es gibt bei Teddy das Let's Play zu Triple Deluxe. Nicht auf 100%, weil das kann man auch hier nicht zutrauen, das ist halt auch, wäre hart. Ist aber süß, ist sehr süß. Man kann sogar schlafen. Süß. Gute Nacht. Hat das einen Nutzen? Wird man geheilt, oder? Das Haus ist schon süß gemacht. Ein bisschen zu viel Werbung vielleicht, aber ist ja nicht schlimm. Jetzt hier sind anscheinend ein paar Codes versteckt. Ja, aber hier in der Stadt nach den Codes zu suchen, würde ich jetzt ein bisschen anstrengend finden. Hast du was gefunden oder warum hast du dich jetzt gerade so komisch gedreht? Ich habe mich gerade gefreut. Vielleicht bei dem Poster. Vielleicht ist da ja was. Ist hier zum Beispiel dieses Poster. Ist das nicht Geheimcode genug? Nein? Okay. Dann gehen wir zum Boss. Gehen wir zum Boss. Ja, also komm, wir wissen alle, dass ich den Boss, dass wir 3-4 Mal den Boss bekämpfen müssen. Muss man mal schauen, wie wir es machen. Schließt den Abschnitt ab, finde ich halt auch wirklich so eine tolle Beschreibung. Also ins Feuer geht nämlich Feuer. Also so einen Tropenbaum abzubrennen, ist halt schon, stelle ich mir richtig gut vor. Ja, ich brauche jetzt nicht die Maxi-Tomate, aber komm, ich nehme sie dir trotzdem. Also einmal sich ja nicht treffen lassen. Ist Feuer dabei? Feuer ist dabei, ich nehme Feuer. So. Also es wäre cool, wenn Feuer dabei ist. Als Mission. Waddle Dees! Hi! Hat mich jemand gerufen? Hallo? Ich bin Wutwedel Tropic Woods. Okay. Sehr tropisch, wie ich sehe.
Ja, genau. Also wenn war da ein Schatten zu sehen? Ich habe keinen Schatten gesehen, bin ganz ehrlich. Boah. War das seine Bäckchen? Das sah sehr komisch aus, bin ganz ehrlich. Da taucht aber kein Schatten auf, oder? Also da, wo die Früchte fallen, oder? Doch, da taucht ein kleiner Schatten auf, aber sein gigantischer Schatten selbst ist ja... verdeckt das alles. Okay, wir haben die Hälfte geschafft, zweite Phase. Der einen stark wegstößt. Okay, er schützt sich jetzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was macht er? Was macht er? Also mit Feuer ist man sehr stark. Also dieser Boss ist mit Feuer sehr leicht, würde ich sagen. Also ja, Feuer ist da wirklich sehr OP. Auch wenn jetzt die Arena sehr eingegrenzt hat. Verreck! Also mit Feuer sehr leicht. Es gibt sicher noch einen nicht treffen lassen, aber das würde ich hinbekommen. Also da habe ich nur dieser eine Wassertropfen erwischt. Jetzt weint Tropic Woods. Ich finde lustig, dass Tropic Woods so einen kleinen Bart hat. Der ist viel erwachsener als der andere Woods. Du hast die edle Entdecker-Blaupause. Ja, schön, die will ich aber nicht. Besiege den Boss von 2 Minuten. Das finde ich ja schon mal schön. Mehr habe ich nicht bekommen. Ernsthaft? Es ist wieder so eine Angst, die ich habe. Ja, ich meine, die 2 Minuten erschief. Ja. Zerstöre die Wurzeln von Tropic Woods. Okay, ich probiere jetzt nochmal mit Feuer und die Wurzeln zerstören. Ohne treffen lassen. Was heißt denn die Wurzeln zerstören? Heißt das die er am Ende gemacht hat? Ja, wir werden den Boss doch 2-mal machen müssen. Ich bin mir da sehr sicher, aber der ging relativ schnell. Ja, erstmal wissen wir wieder zurück zu Waddle, die Stadt. Finde ich ein bisschen. Muss jetzt nicht sein, eigentlich, aber. Gibt's irgendwas Neues? Ja, ich hole ja schon die Entdecker-Blaupause, gib sie da ab und. Ah, du bist neu, okay. Der Waddle, die Gelehrte, ist in der Stadt. Er wird dir Tipps geben, wie du fehlende Blaupausen finden kannst und verrät dir noch viel mehr. Gibst mir Tipps zu fehlenden Blaupausen? Hallo. Wie geht es dir? Man nennt mich den Waddle, die Gelehrten. Kurz nach meiner Ankunft bin ich über dieses mysteriöse Buch hier gestolpert. Es enthält sämtliche Fundorte und entdeckter Blaupausen. Außerdem wären darin wie aus Geisterhand, Highscores und noch viele andere Informationen aus aller Welt verzeichnet. Die interessieren mich nicht. Nur dir ist bisher keine einzige Blaupause in Gang. Das ist super. Ja, das ist mir alles egal. Danke. Ist nein. Nee. Du hast mir alles gesagt, was ich wissen wollte. Keine Blaupausen mehr. Also, bis jetzt. Das ist wirklich schön. Das finde ich wirklich toll, dass es diesen Gelehrten gibt. Der hat einen Nutzen. Ich wusste, dass der existiert, aber ich dachte, der gibt nur Tipps. Und jetzt öffnet sich Welt 3. Also man hat sich ja schon im... Oh mein Gott. Vundaria-Ruin. Also da kriege ich auch ein bisschen Nier-Automata-Vibes, weil da gab es auch einen Freizeitpark. Oh mein Gott, eine ganze Welt nur aus Freizeitpark. Ach so. Ja, kein Wunder, dass Welt 3 dann so toll ist. Oh mein Gott, okay, auf die Welt freue ich mich wirklich sehr. Also ich habe ja gelesen, Welt 3 ist ja ein Highlight, aber das ist halt wirklich cool. Ich probiere jetzt mal ohne Treffer. Es schien ja möglich zu sein, also gerade diese Feuerfähigkeit, also Vulkanfeuer ist ja wirklich sehr stark. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen. Ich weiß ja nur nicht, wann er diese Attacke einsetzt. Dann muss ich einfach eine Wurzel zerstören. Scheint jetzt auch nicht so schwer zu sein. Also einmal nicht treffen lassen, Wurzeln. Okay, dann wird es wahrscheinlich nochmal ein Fähigkeiten-Achievement-Mission-Dingens geben. Ich liebe seinen Bart. Ich finde ihn hot. Also ich habe ja schon mal gut Schaden gemacht. Oh, seine Früchte, ich finde die brutal. Ja, ist okay. Wann sehe ich denn, wenn er seine Früchte einsetzt? Das probiere ich noch herauszufinden. Jetzt! Puh! Jetzt
wieder sehr stark aufpassen, weil seine Früchte, die geben ein bisschen auf die Nerven. Oh, das war sehr knapp, dass mich die nicht erwischt hat. Kannst du aufhören mit deinen Früchten? Kannst jetzt sterben. Bitte stirb, 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 stirb. Jetzt müssten seine Wurzeln kommen. Und die werden mich wahrscheinlich auch gleich einkesseln. Okay, jetzt macht er erstmal die Attacke, wo er viel Wind holt, also viel Luft. Jetzt kommen die Wurzeln, oder? Nee, nee, jetzt macht er erstmal seinen Schutz. Oh, das habe ich jetzt fast erwischt. Gut, zerstört. Egal. Angreifen, angreifen, angreifen. Aufpassen. Ich weiß nicht, was er vorhat. So, jetzt kann ich ihn töten, jetzt kann ich ihn töten. Los, los, los. Nicht zu gierig werden. Nicht zu gierig werden. Puh, knapp. So, ich nehme jetzt an, nicht einmal treffen lassen. Und Wurzeln haben wir jetzt. Dann fehlt jetzt nur noch die Fähigkeiten. Wenn es nach dem gleichen Prinzip geht. Wenn es nach dem gleichen Prinzip geht, müssen wir noch eine Fähigkeiten-Quest machen. Ja, ohne Schaden. Also wirklich jeder Boss hat diese Nicht-Schaden-Mission. Ja, ich hoffe mal, der Final Boss ist davon nicht betroffen, weil sonst werde ich innerlich weinen. Ja gut, ich fand den Boss jetzt einfacher als den Kong. Ohne eine Spezial... okay, das ist sogar noch... Das finde ich, das ist eine gute Mission. Das finde ich eine echt coole Mission. Da muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass ich mag die Mission, die klingt cool. Okay. Also kann ich ablegen erstmal. Das ist jetzt auch der erste Boss, wo wir ohne Spezialpower antreten. Na, bin ich jetzt sehr gespannt. Aber ohne Spezialpower ist natürlich wieder was ganz anderes. Das könnte ich mir beim Final Boss auch vorstellen. Okay. Muss jetzt mal gucken. Also, eigentlich immer auf die explodierenden Früchte gehen. Vor allem immer die explodierenden Früchte einsammeln. Das ist, glaube ich, das Schlauste sogar. Also, bis jetzt ist okay tatsächlich. Also, ohne Spezialpower zu machen. Er kann auch gerne nochmal die Früchte machen, weil von denen haben wir einen viel größeren Nutzen. Ja, okay, also bei den... Also es geht, also es ist jetzt nicht hundertprozentig hart, aber es ist schon härter. Man muss halt auch nicht... man muss auch ehrlich sein, ich lasse mich auch von jedem Wind treffen. Also okay, die Hälfte haben wir. Das ist vollkommen okay. Und dann schützt er sich halt hier. Muss jetzt nicht immer sein, dass er sich schützt, aber... Bis jetzt gibt er mir sehr viele Sterne gerade. Da danke ich ihm ein bisschen. Jetzt ist er auch schon fast tot. Jetzt macht er hier die nächste... Okay. Jetzt bin ich jetzt ehrlich. Ich finde, es ist gar nicht so hart. Ja, das hat er jetzt abgewehrt, glücklicherweise. Jetzt fehlt ihm noch ein Treffer. Komm, gib mir deinen Wind. Okay, das war's jetzt für ihn. Also, ich fand jetzt die zweite Phase war jetzt viel leichter. Also, hier sogar den No-Death-Run zu machen. Also allgemein, ich glaube, die meisten Achievements, außer das mit den Wurzeln, ist, glaube ich, in diesem keine Spezialfähigkeiten einsetzen Run viel angenehmer. Okay, cool. Ja, also ich fand jetzt den Boss wirklich einfacher als den ersten. Und auch die Missionen fand ich jetzt auch angenehmer. Also auch weil der Boss jetzt auch leichter ist. Boah, ich bin gehypt auf Welt 3. Also Welt 3 sieht ja super aus. Boah, ich bin schon sehr gehypt. Das ist so eine Freizeitparkwelt, das ist ja super. Wir haben alle Waddleys. Was ich lustig finde, ist, dass es hier keine Speziallevel mehr gibt, wie ein Triple, also solche 100% Level. Wenn du alles geschafft hast, alle 100%, in der Welt gibt es eigentlich normalerweise ein Bonus-Level, das gibt es hier nicht mehr. Ja. 48 Waddleys, jetzt werden immer mehr Waddleys.
Ah, okay. Wer hier der Boss ist, weiß ich schon. Das hat man im Trailer gesehen. Das ist Furry Girl. Nenne ich sie mal. Oh, sogar eine ganze Schneewelt. Oh, mal. Hype. Ich sag einfach mal, ich bin gehypt. Das ist so dermaßen Hype. Wie geil. Findet man hier noch irgendwelche Secrets, dann würde ich die gerade machen. Sogar Nacht wird es. Oh mein Gott, ich glaube, das könnte wirklich auch... Also gerade die nächsten zwei Welten, ich glaube, das könnten meine Lieblingswelten werden. Ah, cool, dann habe ich ja hier schon mal was entdeckt. Rohrstopfer-Schatz. Wollen wir das mal machen? Komm, machen wir mal. Rohrstopfer? Ja, das ist ein Spoiler. Komm, spoilern wir uns schon mal eine nächste Fähigkeit, die ich gar nicht kenne. Aber gut, du musst ja nicht gehabt haben. Rollen und Springen, Rohre und Rampen. Ach doch, die hatten wir schon mal. Ich wusste aber nicht, dass die Rollstopfer heißt. Ja, okay, dann los geht's. Also einfach nur springen. Und gut sein, würde ich sagen. Also bis jetzt ist es ja noch okay. Also hier springen, überspringen, weiter rollen. Jetzt springen, 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 rollen, okay. Und da bin ich gestorben. Ich glaube, man muss es schaffen, ohne einmal runterzufallen. Finde ich cool. Das ist eine super süße Challenge. Also das Spiel bietet bis jetzt noch Abwechslung. Ich bin gespannt, wie lange es noch anhält. Also irgendwann gibt es immer den Punkt, wo es sich ein bisschen wiederholt. Aber gerade so eine Freizeitparkwelt in 3D, ich muss sagen, das finde ich cool. Das erwischt mich. Weil gerade, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hell das richtig gut macht. Bin ich schon sehr gehypt, muss ich sagen. So, rüber. Aufpassen. Oh, du Kacke. Ja, ich weiß. Oh, es war zu spät und... Ah, es war zu früh. Oh, Mann! Okay. War die Musik eigentlich schon immer so, oder... Nee, die war nicht immer so, oder? Das ist eine andere Musik, oder? Und Welt 4 sieht ja auch schon mal vielversprechend aus, weil ich liebe ja Schnee- und Eiswelten. Also gerade eher Schnee und nicht Eis, aber... Oh, das war knapp. Ich bin beabsichtigt früher gesprungen. Ich bin beabsichtigt, weil du musst ja trotzdem... Das noch erwischen. Los. Ich finde, das ist kreativ. Also, erinnert mich halt auch an Star Allies, weil da gab es das halt ja auch schon irgendwie mit dem Freundeszug genau genommen. Aber der war ja ein bisschen anders. Und der ist nicht 3D. Obwohl das jetzt auch lieber so ein Pseudo-3D ist, weil an sich läufst du trotzdem eine lineare Strecke wie in einem 3D, in einem 2D-Spiel ab. Und das, oh, das war, dass das knack geklappt hat, wundert mich. Jetzt so spät wie möglich. Und springen! Hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Das war schön. Das kann man auch, glaube ich, nur wenige Millisekunden noch besser machen, glaube ich. Ich glaube, eine Sekunde könnte man dann noch rausholen, vielleicht. Weiß ich nicht. Ich will jetzt auch keine Weltrekorde da machen. Gut, dann, glaube ich, mehr will ich mir von der Welt gar nicht ansehen. Das ist, darauf freue ich mich sehr. Also ich nehme mal an, es wären mal 1, dann nehmen wir 2, das könnte noch ein Level sein. Sagen das hier, 3, 4, 5, ja, es wären so 5 Level und dann wieder Boss. Oh, ich freue mich sehr. Hype. Dann beende ich die Aufnahmesession. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssikowsk. Hype.